Erfolgreiche Menschen sind nicht immer erfüllt. Erfüllte Menschen aber sind immer erfolgreich. Es ist eine Freude, einen Beitrag zu diesem Buch leisten zu dürfen und hier erfolgreiche und erfüllte Menschen kennengelernt zu haben. Jeder von Ihnen leistet einen Beitrag und ermutigt vielleicht auch dich dazu, noch mehr zu deinen Ideen zu stehen, deine Ideen in die Tat umzusetzen, erfolgreich und erfüllt. Ja zu dir zu sagen, ja zu anderen, ja zur Umwelt und ja zum Universum. Dann wird Erfolg menschlich. Ja, Dankbarkeit ist für mich, sind Anlehnung an meine Frau Tschwala, das Gebet, das immer erhört wird. Und was ich an Dankbarkeit so wunderschön finde, ist, Dankbarkeit stellt keine Forderungen. Dankbarkeit ist einfach dankbar für das, was ist, und es gibt kein weiteres Fordern, kein weiteres Zwingen, keine weitere Unzufriedenheit. Dankbarkeit lässt mich dankbar sein mit dem Moment, und aus dem Moment kann ich weiterschöpfen und weiterschauen für das, was in Zukunft auf mich zukommen will. Danke. Ja, also ich meine, dass Erfolg zutiefst menschlich ist, weil es einfach die Folge unseres menschlichen Handelns ist. Und je mehr wir aus uns arbeiten und aus uns handeln, desto mehr Erfolg werden wir haben. Danke für die Freude und Liebe, die daraus entspringt. Also der Zauber des Schönen bezaubert den Menschen täglich, aber nur für einen Augenblick. Das heißt, der Augenblick ist eigentlich dieses Erlebnis des Erfolges und auch dieses Dasein des Menschen, der es ausmacht, und deshalb finde ich es wunderbar, wenn man den Augenblick bezaubert. Immer wenn du denkst, es ist einfach, ist es noch viel einfacher. Erfolg ist menschlich, sei du selbst. Schön, dass ich hier sein darf. Also das ist unser Buch, Erfolg ist menschlich. Und ich denke, das Bild sagt alles aus, dass ich denke, diese netten Kollegen, was ich da gefunden habe in diesem Buch, bringen wirklich ja, viel Licht, sage ich, im Schatten, in den Schatten. Ja, Erfolg ist menschlich. Es ist der Faktor Mensch, der uns menschlich macht. Wenn wir erkennen, dass wir als Menschen mehr sind als nur der Körper, das wunderbare, leuchtende, geistige Wesen, die Seele, die wir sind in dem Körper, dann ist alles einfach und Erfolg ist menschlich. Danke. Ja, das war ganz spannend. Ich habe einfach in mein Herzen gefühlt, ich bin bereit. Und aus dieser Bereitschaft kam einfach, ja, wie ich so fühle, der Erfolg. Und man muss nicht wissen, wie. Es geht einfach darum, bereit zu sein. Erfolg hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in sich, aber auch Vertrauen ans Universum. Und das ist wichtig. Alles ist eins. Also das Leben ist Wunder und Überfluss. Einfach nur an der Herr schauen. Und das Geheimnis besteht eigentlich darin, seine Vision zu leben und aus dem Herzen zu leben. Und dann funktioniert es. Dann ist es im Fluss. Jeder Mensch, das, was er auf die Welt bringen will und in die Welt bringen will, das schon mit Dankbarkeit sieht, dann kommt es. Und das wünsche ich mir für das Buch. Erfolg ist menschlich, ist jetzt schon ein Erfolg. Danke dafür. Ich bin glücklich und dankbar, das zu tun, was ich tue. Ich freue mich jeden Tag, der Menschheit etwas davon abzugeben. Danke, mein lieber Karl, für ein ganz, ganz tolles Buch. Und du hast mir dazu verholfen, einen Satz für mein Leben zu finden, der es wirklich verändert hat. Und der Satz lautet: Frage dich immer, was ist wirklich wichtig für dich? Dankeschön. Also mir fällt dazu ein, dass ich eine sehr große Dankbarkeit empfinde gegenüber Karl und Tschwala für ihr weites, offenes Bewusstsein, in dem sie uns alle hier erfasst haben. Und es sind leuchtende Beispiele von Menschen, die Außergewöhnliches leisten im Leben. Aber so wie wir, so gibt es noch fast 7 Milliarden weitere. Und es wäre schön, wenn viel mehr solche leuchtende Beispiele
offensichtlich werden durften durch vielleicht solche Schriftsteller oder andere Personen. Und ich empfinde eine hohe Dankbarkeit dafür, dass uns das ins Bewusstsein kommt und dass wir solche Dinge erleben dürfen. Danke. Und ich wünsche viel Zuversicht und Licht und Glück. Also meine Botschaft an die Welt, vergesst die Frage, warum. Warum gibt es nicht mehr? Es ist, wie es ist und so ist es. Danke. Also ich würde einfach einmal sagen, Prost auf die Möglichkeit. Das ist es. Das Menschliche am Erfolg ist die große Dankbarkeit, die wir in unserem Herzen den Platz geben. Erfolg ist menschlich. What a wonderful world. Erfolg ist so menschlich. Wir streben alle danach, erfolgreich zu sein. Und das Eigentliche ist, wenn wir im Augenblick ankommen, im Jetzt, und es schaffen, im Augenblick völlig sorglos zu sein, ausgesaugt zu haben, dann erleben wir grandiosen Erfolg.